Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, und zu Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir befinden uns hier gerade in Kingston in Jamaika. Und haben in der letzten Folge wieder ein bisschen Nebenmissionen gemacht, nämlich ein Lagerhaus geplündert, eine Taverne erkundet und ein bisschen Aussichtspunkte synchronisiert. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir wieder zum Schiff zurück, um mal hier diese Stadt zu verlassen. Denn die nächste Mission befindet sich ganz woanders, ich weiß noch gar nicht, wo genau. Ach, kaum, können wir gleich mal schauen. Aber jetzt gehen wir erstmal hier zum Schiff. Die weite Strecke rennen wir einfach mal gerade, wo hier gleichzeitig Leute spawnen und wieder verschwinden. Sieht schon ein bisschen komisch aus, hat man vielleicht gerade mal gesehen. Also ich habe es gerade gesehen. So. Hier geht's wieder zurück. Hier müsste aber auch... Ne, hier haben wir schon freigeschaltet. Ich dachte schon, hier gäbe es noch irgendwo einen Aussichtsturm. Guck mal, wie romantisch. So, und wir schwimmen mal wieder zurück zu dem Schiff hier, zu der guten Jackdaw. Mit ihren scharlachroten Segeln, die wir auch mal ausgerüstet hatten. Und wir haben hier immer noch die Katzenmontur an. So. Und jetzt mal hier an Bord, bitte. Jetzt jubelt wahrscheinlich die Crew gleich wieder zu. Ah, ne, diesmal nicht. Sag dir der Tag zu, Captain. Ah, doch. Captain im Ruder! Anscheinend doch. Und Adewale hat gefragt, ob wir dem Tag zusagen. Auf jeden Fall. Das wird ein super Tag. So, und wo geht's jetzt hin? Ah, die Kapuze mal wieder abgezogen, der Edward. Sieht auch nett aus. Also, das ist schon eine coole Montur, muss ich sagen. Passt auch echt gut zu dem Berserker-Fall, finde ich. Irgendwie so eine, hat so eine schleicherische Montur, ist das irgendwie. So, hier sind wir jetzt. Assassinenauftrag. Da hinten ist Kingston. Und hier steht, wir könnten Assassinenauftrag machen. Ich guck mal erstmal auf die Karte. Das habe ich nicht gerade unterbrochen, aber wollte sagen, so viel Segel wie ihr könnt. Ach, hier direkt ist die nächste Mission. Richtig, wir müssen ja nach Prinzipe, nach Afrika. Vertrauen muss man sich verdienen. Hier haben wir wieder so eine Special Insel, Mystery Island. Der Assassinenauftrag wäre viel weiter im Norden. Glaube ich. Wo ist der denn? Ich sehe den gar nicht. Hier ist er. Die Wilderer. Auf Marihuana Island. Könnten wir eine Schnellreise hin machen, aber ich glaube, für heute machen wir mal wieder weiter mit der Hauptmission. Ich setze einfach mal Segel hier hin. Vielleicht können wir unterwegs noch ein paar Schiffe mitnehmen. Eissegel an die Schuppen! Vielleicht sehen wir da ja noch irgendwas unterwegs. Hier zum Beispiel da vorne hätten wir eine Fregatte. Mit Rum, Zucker und 10 schweren Kugeln und 3 Mörser geschossen. Die kämpft gerade gegen unser Schiff, da müssen wir uns natürlich, unserem Schiff helfen. Wir wollen ja hier nicht, dass eins von unseren Schiffen von einem Verbündeten zerstört wird, die HMS Seahorse. Ach du Kacke, die kämpft ganz schön. Aber die dürfte auch schon gut eingesteckt haben, hoffe ich. Mörser haben wir wieder ausgerüstet, da schieße ich einmal direkt drauf, würde ich sagen. Ja! Einmal bitte beidrehen und jetzt hier die volle Breitseite. Feuer! Ja, Captain, eine Salve genau da rein! Vorsicht, Captain! So. Aber mitten drauf die schweren Kugeln einfach. Einfach mit den schweren Kugeln mitten drauf halten. Feuer! Gleich haben wir es geschafft. Ziemlich laut so ein Kampf, muss man schon mal sagen. Feuer! Triff sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Noch ein Schuss. Jawoll! Das lief ja einwandfrei. Oh, da haben wir gerade seinen Schrei unterbrochen. Da hat er noch fortgesetzt. Hat er gesagt. Und hier ist unser Kumpel, unser Verbündeter. So. Segel setzen!
Segelreffen raus aus der schnell da, damit ich die Welle da hochgekommen bin. Los! So, und jetzt mal das Entern starten. Geht hier in die Hölle, Jungs! Heute schlummern sie bei den Fischen, Jungs! Noch gar niemanden getroffen, aber da haben wir ein Pulverfass. Dich schnapp ich mir, Hübscher! Naja, das ging ja jetzt so, würde ich sagen. Aber da oben müssen wir die Kundschafter töten. Da würde ich sagen, gehen wir nach oben. Oh, der schießt direkt auf mich. Das finde ich gar nicht nett. Warum schießt er denn auf mich? Ich habe doch eben gar nichts getan. Noch ein Stückchen weiter nach oben, würde ich sagen. Und jetzt einmal hier auf den Mast. Oh, da wäre ich fast runtergestürzt. Hat er seine Waffe gar nicht mehr, das ist natürlich schlecht für ihn. Aber er kämpft trotzdem weiter. Dafür muss er natürlich sterben jetzt. Das war nur ein Streifschuss, aber das war ein Kopfschuss. So, mein Lieber. Auf Wiedersehen. So, Lille. Ah, danke fürs auf den Boden legen. Das hat es ein bisschen einfacher gemacht und die Musik ist mal wieder irgendwie weg. Kleine Bugs gibt es eben doch auch immer. Was ein Durcheinander. So, und jetzt noch zwei Stück. So, die haben wir mit den Pistolen erledigt. Ja, und das lief gut. Dieses Schiff hätten wir geentert. Erfolgreich. So, was haben wir denn dafür bekommen? 45 Rum, 98 Zucker, 10 schwere Kugeln, 3 Mördergeschosse und 5 Crewmitglieder. Die Ejector sollte mal wieder repariert werden. Und hinter uns lagert direkt das nächste Schiff, die nächste Fregatte. Vielleicht nehmen wir die auch noch mit. Fände ich auf jeden Fall ganz... Oh, was haben wir denn hier? Das ist bestimmt kein Schiff, ne? Wir stoßen zusammen. Das ist eine Fregatte mit 10.000 Reales. Ach, du Scheiße. Okay, komm, das schaffen wir. Anschließend einen Verbündeten, der uns da gerade hilft. Alle Aufgang sind bereit, Sir. Öffnet die Hauptsegel! Ich wollte nicht auf den Verbündeten schießen. Sind bereit, Sir! Feuer! Achtung, Edward! Achtung! Getroffen, Captain! Sie sind zu stark, Captain! Ja, die sind echt ziemlich stark. Feuer! Ja! Feuer! Ja! Feuer! Ja! Feuer! Ja! Zurück! Sie schickt uns zwei Stücke. Feuer! Befehle! Obacht! Getroffen, Sir! Haltet euch fest! Oh Mann, das läuft nicht gut. Feuer! Dort ist sie verwundbar, Captain! Ganz und gar nicht gut. Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Feuer! Schießt! Feuer! Was? Feuer! So, meine schweren Kugeln. Könnte sie lassen. Feuer! Macht euch bereit! Und jetzt geht's los. Ach du Kacke. Feindliches Feuer! Oh Gott, wir sind gleich tot. Das Schiff leidet! Turbach! Wir müssen beidrehen. Feuer! Achtung! Halte Abstand und benutze den Mörser! Feuer! Ja, das habe ich vor. Haltet euch fest! Bereit zu feuern, Sir! Und da ist noch jemand. Ein Schoner nur. Den erledigen wir vielleicht gerade mal schnell. Feuer! Da, nur ein gut platzierter Schuss! Feuer! Feuer! Schuss weiterbleiben! Noch ein direkter Schuss! Ach, Kacke, wir sind desynchronisiert. Das war schon echt heftig gerade. Das hat leider nicht funktioniert. Da müssen wir uns vielleicht ein bisschen eine bessere Strategie ausdenken. Aber es gab auch gar keine Musik, die mich irgendwie animiert hätte jetzt. Das war nicht schon... Oha! Zwei Kriegsschiffe. Das ist ziemlich heftig.
Ja, ich glaube, ich mache mich mal aus dem Staub, würde ich sagen. Alles voll mit gegnerischen Schiffen. Aha, spanische und englische, die müssten sich doch gleich eigentlich bekriegen, oder? Ich glaube, ich entferne mich mal wieder von diesen Kriegsschiffen da. Ja, es geht los, der Kampf. Da mische ich mich vielleicht mal ein. Da sieht man auch mal gerade die scharlachroten Segel. Sieht schon cool aus. Ein Buckelwal ist hier gerade gesprungen. Hier mit der Sonne einmal zusammen. So, und da geht's jetzt los. Dann kämpfe ich mal gegen, wen kämpfe ich denn? Ich glaube gegen die Spanier, oder? Die haben ein bisschen mehr Beute. Feuer! Schieß dahin, Sir! Feuer! Ist sie dort, Sir! Das wird sie versehen! Sind bereit, Sir! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Oh ne, nicht die Feuerfässer, die brauche ich jetzt gerade gar nicht. Oh, was war das denn für ein Buckler jetzt gerade? Hat's gerade mal kurz geruckelt hier. Verdammt, bist du verrückt? Das tut mir leid. Was auch immer das sein sollte. Erwarten Befehle! Es ruckelt gerade irgendwie extremst. Und deswegen nehme ich mal gerade lieber wieder Abstand. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das wieder dieser blöde Fehler ist. Ich sehe jetzt gerade auf jeden Fall gar nichts. Ich kann hier auch nichts machen. Ja, ich habe es gerade mal auf Pause gedrückt. Hier läuft es jetzt wieder. Ist vermutlich wieder der altbekannte Fehler. Ne, hier läuft es auch nicht. Ich pausiere mal gerade ganz kurz das Video. Naja, also eigentlich läuft die Folge noch 10 Minuten. Und ich versuche es jetzt gerade einfach nochmal. Und ich hoffe, dass es nicht wieder hängen bleibt. Feuer! Da ist die Schwachstelle! Feuer! Doch, tut es aber. Was ich schon sehr doof finde und liegt, wie gesagt, wir hatten das Problem ja schon öfter. Jetzt viele Folgen lang nicht mehr glücklicherweise, aber jetzt ist es wieder da. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe sogar auf Pause gedrückt, es passiert nichts, jetzt passiert was. Es ist echt zum Verrücktwerden. Ich weiß nicht, woran das liegt, das muss an Fraps liegen, weil an meinem PC liegt es nicht. Das ist halt echt, das ist ein super PC. Und an dem Spiel kann es eigentlich auch nicht liegen, keine Ahnung. Aber ihr seht es ja selber, wie es ruckelt. Es muss an Fraps liegen. Und ich glaube, ich muss jetzt gerade mal diesen Kampf unterbrechen, einen Neustart von der Folge versuchen. Also nicht von der Folge, von meinem PC. Ich versuche es noch ein letztes Mal und wenn es dann wieder nicht funktioniert, dann muss ich diese Folge leider beenden. Das würde mir furchtbar leid tun, deswegen bitte PC oder was auch immer, Fraps, gib nochmal dein Bestes. So. Feuer! Triff sie dort, Sir! Das wird Feuer! Sir hat uns getroffen, Sir! Der Zimmermann muss das bringen! Feindliche Segel! Mehr von denen, Sir! Scheint aber zu funktionieren, oder was? Ruder, jetzt habe ich auch noch die Engländer auch getroffen. Das heißt, die sind auch noch gegen mich jetzt. Feuer! Ja, Captain! Eine Salve genau da rein! Na super, das läuft ja echt doof hier. Es wird eine Weile dauern, das zu reparieren. So, jetzt kommen hier die Engländer. Tschüss, liebe Engländer. Würde ich behaupten. Da vorne ist das englische Kriegsschiff. Ich hoffe, das mischt sich nicht ein. Auf dein Zeichen, Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt. Schießt! Feuer! Dort ist sie verwundbar, Captain! Bereit machen für Aufschlag! Bleib standhaft, Jo! Noch ein direkter Treffer! Oh Gott, das war kein guter Treffer. Feuer! Haltet euch fest! So, jetzt müssen wir gerade dieses Schiff hier schnell entern, damit wir unser Schiff wieder aufrüsten können. So, einmal die beiden Offiziere da hinten. Zack. Okay, der war schlecht. Wieder. Aber jetzt, nein, wieder nicht. Komm schon. Ich muss sie doch treffen. Na, ich treffe sie scheinbar gar nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, schwingen wir uns darüber. So nicht, Freundchen. So. Und der nächste, komm schon.
Aua. Komm schon, jetzt mach doch. Oh Mann, was für ein Gedrängel hier und wieder keine Musik. Was für ein merkwürdiger Bug, muss ich sagen. Oh, das war der Captain. Der ist schon ein bisschen stärker. So, jetzt müssen wir nur noch die Offiziere töten. Na, kommt her, meine Lieben. Na, komm schon. Jawohl. Das hat doch funktioniert. Und da schlägt gerade ein Blitz ein. Hoffentlich nicht in unser Schiff. Oh, und es hat auf einmal angefangen zu regnen und es ist Nacht geworden. Aber ich glaube, wir müssen den Injektor mal wieder reparieren. Das hat gute Beute eingebracht. Und jetzt läuft die FPS wieder. Das ist wirklich total komisches Problem. Ich weiß auch nicht echt, woran das liegt. Also nicht an meinem PC, das seht ihr ja selber. Und da vorne ist wieder der Konvoi, oder was? Alles klar für den Aufprall. Oh Mann. Gib mir etwas Fahrt. Aber der Konvoi wurde gerade versenkt. Was haben wir denn hier? Achso, da ist so ein Schiff oder was? Was versenkt wurde? Segel. Ober- und Bramsegel vieren und dicht holen. Da hinten ist der Konvoi. Ich sehe es allerdings gerade nicht. Da, das müsste der Konvoi sein, oder? Ja. Ich kann es aber leider nicht markieren. Aber ist ja egal, ich sehe das ja oft. Jetzt einfach so, dann segel ich da einfach jetzt gerade mal hin. Als letzte Aktion für diese Folge vielleicht. So, geht das jetzt nochmal 10.000 Reales tatsächlich. Das ist echt viel, aber hier sind englische und spanische Schiffe und das ist ein englisches. Okay, das ist schlecht, weil es mehr englische Schiffe gibt. Naja gut, mehr Spielerbelohnung. Naja, den spiele ich vielleicht auch mal an, aber den finde ich jetzt bei Assassin's Creed nicht so berauschend. So, erstmal verlangsamen vielleicht. Und dann direkt rammen. Zack. Und jetzt einmal die volle Breitseite. Die sind zu stark. Feuer! Sie dort, Sir! Feindliches Feuer! Feuer! Bereit zu feuern, Sir! Haben ein paar Balken eingebüßt. So, direkt mal ein paar. Feindliches Feuer! Oh, ne, die sind einfach zu stark. Da sind wir direkt desynchronisiert. Die sind echt einfach viel zu stark. Okay. Dann wissen wir das aber wenigstens auch, würde ich sagen, ne? Und ich segel jetzt mal hier mit vollem Tempo, mit voller Reisegeschwindigkeit hier nach da hinten, nach Principe. Kann man noch nicht sehen, glaube ich, ist noch ein bisschen hin. Wir haben jetzt wieder gerade davon entfernt, glaube ich. Mal kurz auf die Karte gucken. Ja, wir haben uns ein bisschen davon entfernt, tatsächlich. Und da ist der Konvoi. Wie lange geht denn der noch? Also der ist ja zu stark, der ist irgendwie zu stark für mich. Na, 5 Stunden. Ich glaube nicht, dass wir den noch kriegen, aber naja. Schauen wir erstmal. Jetzt segle ich nach da hinten als letzte Aktion für diese Folge. Die letzten beiden waren ja wieder ein bisschen kürzer, dafür war die davor ziemlich lang und ich glaube, die wird auch wieder ziemlich lang. Hier ist echt ziemliches Kriegsgebiet, könnt ihr ja selber sehen. Die ganze Zeit geraten wir in irgendwelche Gefechte zwischen Piraten, Engländern und Spaniern. Und da hört man Balken krachen. Da mische ich mich jetzt aber mal gerade nicht ein, weil ich das ja gerade eben schon die ganze Zeit gemacht habe. Und ich außerdem dieses schöne Lied nicht unterbrechen möchte. Das erste Mal seit langem, dass wieder Musik dabei ist. Irgendwie war jetzt gerade so ein ziemlicher Bug. Bei den ganzen Kämpfen war die ganze Zeit keine Musik dabei. Da haben wir die HMS Rye, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Das weiß ich immer nicht so genau. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, da ist gerade ein Schiff zu Bruch gegangen, dieses hier. HMS Royal James, anscheinend. Ja, lassen wir aber einfach mal da liegen. Glaube ich, die brauchen wir nämlich jetzt gerade nicht. So, an dem segeln wir auch einfach mal vorbei. Der schafft das schon alleine. Hier ist ja auch gerade kein Gefecht mit ihm. Und da hinten ist die nächste Mission. Die folgt dann in der nächsten Folge. Noch 700 Meter und ein bisschen weniger jetzt schon.
Wir sind ja auch wirklich schnell. Kleine Sekunde. So, und auf einmal ist die Folge vorbei. Was soll denn das? Ja, die war ja im Prinzip schon eh beinahe vorbei. Wir mussten nur noch diese paar kleinen Meterchen da reisen und da bekam ich dann leider Besuch und musste das abbrechen und wollte es dann fortsetzen, aber es hat auch irgendwie alles nicht so ganz funktioniert. Ihr habt auf jeden Fall nichts verpasst. In der nächsten Folge geht es dann da weiter bei der nächsten Hauptmission. Ja, und das wird auf jeden Fall auch noch spannend sein, denke ich. Ja, da bleibt auf jeden Fall gespannt. Bis dahin, macht's gut und ciao.